Deswegen viele Let's Player tauschen da komplette Mannschaften jedes Mal aus und ja, ich gönne dem mal Einsatzzeit, dem mal Einsatzzeit. Das ist nicht unbedingt von Vorteil, ne? Klar, man hat jeden beschäftigt und so weiter, aber man muss natürlich das Ziel vor Augen haben und das ist entweder Aufstieg, ne, Champions League oder Meisterschaft und so und das hat Priorität, ne? Ohne Erfolg kriegst du auch keine Kohle, ne? Und wenn du halt nicht erfolgreich spielst, können die Spieler sich nicht entwickeln, ne? Und das ist halt dann irgendwann ein Teufelskreis, ne? Und die Spieler unmotiviert und sind enttäuscht und geben nicht Vollgas, ne? Und dann entwickeln sie sich auch teilweise zurück, ne? Verlieren Fähigkeitsstärken und so weiter. Deswegen haltet mal ruhig an gewissen Spielern fest. Ich weiß, dass viele sagen, ja, setzt doch auf junge Mannschaft, auf eine junge Mannschaft, junge Spieler entwickeln sich viel schneller, ja gut. Aber du musst ja auch irgendwelche Leute haben, auf die du zählen kannst, ne? Wo du denkst, okay, ne, er ist zum Beispiel 28, wird sich wahrscheinlich nicht mehr so großartig entwickeln, wenn er nur 2 Sterne hat und schon 28 ist. Aber er hat schon eine gewisse Stärke, gewisse Fähigkeiten. Und er wird seine Tore machen, ne? Und das ist das, was du brauchst. Oh Mann. Haut die Pille doch rein! Jawoll! So ein ähnliches Tor haben wir doch, glaube ich, letztes Mal gemacht. Nein, nee, vorletztes Spiel, glaube ich. Hammer. 4-2. Abgestaubt. Solche Dinge musst du machen. Scheißegal. Läuft, würde ich sagen, ne? 4-2. 2 Gegentore. Also wenn man das genau betrachtet, wie stark der Gegner eigentlich ist und so weiter, da haben wir eigentlich zu Null gespielt, ne? Sehr schön. Wunderschönes Tor. Also auf jeden Fall Mann des Spiels. Na, würde ich nochmal die schöne Tribüne zeigen. Wenn ich weitermachen. So jetzt. Ja, ja. Ja, bester Spieler. 2 Vorlagen machen trotzdem eine 4.0. Finde ich ein bisschen unfair. Naja, Teamansprache auch voll getroffen. Oh, der Vorstand hat was zu melden. Ja. Generell zufrieden, hallo. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Erfolg der Kategorie Erfolg geschafft. Wow. Gewinnen Sie ein Pflichtspiel, ja. Ich habe blöderweise beim ersten Spiel, Ligaspiel, beziehungsweise im Pokalspiel, mich nicht eingeloggt. So dass ich das erst jetzt gekriegt habe. Aber naja. Ist doch nicht so schlimm. Gewinnen Sie mit 2 Toren. Wow. Gewinnen Sie 2 Ligaspiele in Folge. Ja gut, das hat er wenigstens mitgezählt. Oh, Hattrick. Einer ihrer Spieler muss 3 Tore in einem Spiel. Ja, wunderbar. Hier, ein gutes Händchen. Einer ihrer Spieler muss ein Joker-Tor erzielen. Oh, fahren Sie mit einem Spiel einen Gewinn, Gewinn bei der Stadioninfrastruktur ein. Ja, doch mal super. Und gleich nächstes Spiel, ne? Englische Wochen. Und schön, guckt euch mal die Moral an, ne? So früh und schon so gut. Ich werde den austauschen. Werde den bringen. Den Grischuk, den kann ich nicht rausnehmen. Also die ganze Offensive muss ich eigentlich erstmal drinnen lassen.
Die haben einen Lauf. Eine super Form, fast alle. Was kann ich euch denn jetzt nochmal so zeigen? Ja, momentan ja nichts, ne? So die spannenden Sachen, Talente, Jugendscout, Scouting und so weiter, das werde ich euch noch alles erzählen. Und auch natürlich ausführlich erklären. Ja, wir haben nur einen Scout leider. Der muss sich um den Gegner kümmern. Wir können vielleicht noch mit den Spielern schnacken. Ein paar Versprechen müssen wir noch machen, genau. Gut, dass wir hier nochmal reinschauen. So, du hast gut trainiert. Du hast gut trainiert. Gut trainiert. Du hast gut trainiert. Gib im Training alles. Gib im Training alles. Pocotilo, der kriegt eine Chance. Wenn ich einmal mit jedem geredet habe, dann werde ich den Leuten so sagen, bei den nächsten Gesprächen, ja, muss sie beim Kopfball verbessern, ne? Körperlich stärker werden. Solche Sachen, ne? Versprechen. Erste Elf. Es gibt so Leute, die sind auf jeden Fall gesetzt, ne? Stammspieler. Von Anfang an dabei. So. Stammplatzgarantie. Du bist in der nächsten Liga schon von Anfang an dabei. Grischuk, Stammplatzgarantie. War schon im Vertrag drinne. Super Form, bald spielst du. Ja, pff, spielt er eh schon, aber können wir trotzdem machen. Bringt dann Vertrauen. Gsibek, langsamer. Der hat zwar schon so viel Vertrauen, aber jetzt kriegst du erstmal eine Stammplatzgarantie. Und dann bist du auf 13 von 15, also. Auf den können wir uns dann verlassen. James Sinclair, Stammplatzgarantie. Kamil Banas, ja, der wird auch, der wird eine Stammplatzgarantie haben müssen. Verteidiger hat schon eine Stammplatzgarantie im Vertrag stehen. Innenverteidigung, Stammplatzgarantie hat er. So, Linksverteidiger spielt er sowieso die ganze Zeit. Und Mika. Oh, scheiße. Stammplatzgarantie wollte ich ihm machen. Obwohl er auch nicht so ganz unwichtig ist, ne? Das stimmt schon. So, ein Punkt haben wir dazu gekriegt. Ist auch nicht schlecht. Okay, oh, guckt euch mal an. Gibt es schon plus 53 Team Dynamic. Läuft langsam. Und ja. 642, ne? Natürlich der guten Moral geschuldet, aber wir nehmen mit, was geht, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich im dritten Spieltag. Oder am dritten Spieltag. Und da würde ich sagen, bis gleich. Wir spielen gegen den Tabellen, lass mich lügen, vierten. Wir sind Dritter. Zwei Siege. Ich bin bisher sehr, sehr zufrieden. Und ich hoffe, wir können das bestätigen. Wir haben gegen die zwei besten Mannschaften gespielt. Nee, gar nicht wahr. Gegen zweit, also mannschaftsstärkemäßig, zweiten und drittstärksten. Einmal 1-0 und einmal 4-2 gespielt. Ja. Super Spiel, könnt ihr euch natürlich jederzeit angucken. Ja, der Plan ist voll aufgegangen, mit der Taktik vor allem. Die Spieler gehorchen, was auch nicht so ganz oft vorkommt, ne? So wie ich das bei manchen Spielern gehört habe. Ja.
Gegner, oh, erstmal schon eine gelbe Karte abgeholt. Ja, ich finde, ja, vor allem die jungen Spieler hier, Grischok. Ne, ganz junger Spieler. Gzibek. Oder Gzibek? Ja, kommt hin. So heißt er, glaube ich. Er ist 17 und spielt momentan überragend. Er hat schon eine Stärke von über 60, ne, was wunderbar ist. Und solchen Spieler müssen wir unbedingt verlängern. Kostet es, was wolle. Man kann ja dann. Oh, Glück gehabt. Man kann ja nach einem halben Jahr schon die Tendenz erkennen, ne, okay, besteht die Möglichkeit aufzusteigen oder nicht, dann kann man ja, ne, den Vertrag etwas rosiger gestalten für den Spieler, ne? Muss man nicht so knauserig sein, da kann man ruhig ein bisschen mehr Kohle ausgeben. Die sind jung, können auch Talentsterne bekommen. Ja, was auch ganz wichtig ist. Ne? Die Skills können dann, je höher das Talent, desto höher können die Skills gelernt werden, ne? Ah, scheiße. Aber knapp. Aber haucht wahrscheinlich ein Pixel, nur weil der in der Mitte war, hatte fast aufgehoben. Ach, schön nachgesetzt. 1-0. Unser neuer Mann, Surdikowski. Ja, ich sag, wären wir bei unseren Stürmern geblieben, wäre das gar nicht so gut gelaufen für uns, glaube ich. Ja, weil der ist richtig abgewichst. Gut, die Verteidigung, da haben wir nur einen Mann geholt. Aber da scheint das hinten dicht zu halten. Unser Keeper, der Keeper ist auch gleich geblieben. Da haben wir auf den gestandeneren gesetzt. Ja gut, der ist 26. Oder 24, oder? 24, glaube ich. Wir hätten auch einen 20-Jährigen einsetzen können, aber naja, die Erfahrung, ne? Na, am Anfang haben wir jeden Punkt, Stärkepunkt gebraucht. Aber er hat auch die wichtigeren Fähigkeiten einfach höher gehabt als der Jüngere, ne? Klar hätte man sagen können, ja, lass ihn doch mal ein bisschen spielen, der entwickelt sich doch so stark, ja. Aber wir fokussieren jetzt nicht unbedingt die Entwicklung der jungen Spieler, ne? Das ist erstmal zweitrangig. Wir müssen hier erstmal, in erster Linie erstmal ums Überleben kämpfen. Ja, weil wir theoretisch unteren Drittel, jawohl. Im unteren Drittel rumdümpeln müssten, laut Statistik, tun wir aber nicht. Und ja. Aber Stürmer habe ich erwähnt, ja, unseren offensiven Mittelfeldspieler, Grischok, ja, auch eine Granate, hätte ich nicht gedacht, dass aus dem was Gutes wird. Habe nur gedacht, Hauptsache ein 60er, dass er vorne irgendwie was veranstalten kann, aber da macht er mehr als genug. Ja, und der Rest. Alles alt geblieben. Ja, wir sind dann noch stärker geworden, ne? Durch die gute erste Halbzeit haben die Leute noch schön am Moral gewonnen. Keeper loben. Tja, nochmal aufgestiegen hier. Recht. Oh, der macht gute Spiele momentan. Der Sinclair, James Sinclair, so ein Stürmer, natürlich loben. So, den motivieren wir. Den motivieren wir auch. So, auch noch ein bisschen stärker geworden. Frische geben wir dem Baranowski. Dem Gzibek. Ah, hier. Und dem Surdikowski. Auswechseln werden wir noch nicht. Halbzeitansprache müssen wir noch machen. Hier ist heute mehr drin. Ja, also so wie sich der Gegner da präsentiert, da ist einiges drin. Für uns zumindest.